Ja, moin und herzlich willkommen auf diesem meinem Kanal. Mein Name ist Norbert Gieso, ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel und heute schauen wir uns einmal die Konstellationen im Dezember an. Und der Dezember ist ja astrologisch gesehen auch deswegen ein wichtiger Monat, weil ja eine Möglichkeit, ein Jahreshoroskop zu berechnen, ja, der Beginn der beziehungsweise die Wintersonnenwende ist, wenn die Sonne aus dem Schützen in den Steinbock wechselt, ihre längste Nacht, ihren kürzesten Tag erreicht hat, wo die Lichtkraft wiedergeboren wird, wie die Lichtkraft wieder ansteigt im Steinbock. Das ist ja eine Möglichkeit, ein Jahreshoroskop zu berechnen auf die Wintersonnenwende. Und natürlich am Ende des Dezembers mit Silvester, der kalendarische Jahresanfang. Dieser sagt zwar aus astrologischer Sicht meiner Meinung nach nicht so viel aus, aber nichtsdestotrotz ist natürlich die kollektive Anschauung, ne, für die meisten Menschen, die leben eben ganz mit dem Kalender und nicht, wie ich es ja immer empfehle, mit der natürlichen Rhythmik. Und von daher ist es für die natürlich dann 1. Januar, 0 Uhr, beginnt das neue Jahr und auch kann man auch ein Jahreshoroskop machen. Aber wie ihr das ja kennt, gehen wir, beziehungsweise diejenigen von euch, das kennen, die schon länger dabei sind, gehe ich ja bei den Monatshoroskopen immer Tag für Tag sozusagen einen Schritt weiter und schaue eben an, was für interessante Aspekte da auf dem Weg liegen über den Dezember. Ja, und heute ist der 27. November. Heute Morgen war Vollmond im Zeichen Zwillinge. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen sind wir in der abnehmenden Phase des Mondes. Bis dann zum 13. Dezember werden wir gleich noch sehen, dann der Neumond im Schützen sein wird. Ja, der Dezember bringt, wenn ich hier manchmal nach links schaue, da habe ich so die Daten, die ich natürlich auch nicht alle auswendig weiß. So, und mal ein bisschen zusammengefasst schon mal der Dezember für diejenigen, die hier schon wieder raus wollen. Es gibt einige Wechsel der Planeten. Ne, Pluto und Saturn sind ja bereits schon direktläufig geworden und auch beide hier schon im Gange. Pluto läuft auf den letzten Grad des Steinbocks zu. Saturn irgendwie verlässt jetzt in den nächsten Tagen den ersten Grad der Fische, wird da auch nicht wieder so schnell zurückkehren. Ja, und im Monat Dezember werden dann auch Neptun, Chiron und Jupiter direktläufig. Das heißt, wir wechseln jetzt von der rückläufigen Phase immer mehr in die direktläufige Phase. Dinge kommen langsam wieder auch kollektiv so in Gang, kann man sagen. Genau, und Merkur wird das vierte und letzte Mal im Jahr 2023 im Dezember rückläufig und zwar am Tag des Neumondes am 13.12. gehe ich aber dann nochmal drauf ein. Ist aber auch jetzt ganz wichtig, weil Merkur heute Quadrat zu Neptun gemacht hat, sich hier Ende Schütze befindet. Er wird am 1. Dezember, und da springen wir jetzt mal hin. Das geht rückwärts, vorwärts wollte ich gehen. Hier haben wir den 1. Dezember. Am 1. Dezember nämlich wechselt Merkur aus dem Schützen in den Steinbock. Das heißt, dass Merkur ist ja das Denken, die Kommunikation, die werden im Steinbock sachlicher, mehr an der Realität angepasst, wissenschaftlicher, dafür aber auch weniger fantasievoll, weniger visionär, mehr das pragmatische Denken. Und das pragmatische Kommunizieren steht dann ein bisschen im Vordergrund. Merkur wird aber dann, wie schon erwähnt, ja am 13. Dezember rückläufig. Wir werden sehen, dass er sich bis dahin immer langsamer bewegt. Und er wird ja dann innerhalb seiner Rückläufigkeit dann auch nochmal wieder in den Schützen zurückwechseln, nämlich am 23. Dezember nochmal eine Zeit lang im Schützen sein und dann erst später wieder im Januar zurück in den Steinbock kehren. Also Merkur pendelt hier auf diesen Graden ein bisschen hin und her. Das ist ganz interessant, der Übergang zwischen Schütze und Steinbock. Ohnehin sind wir ja jetzt noch in der Schützephase, noch bis zur Wintersonnenwende, also bis zum
22. Dezember. Die Schützephase, die Phase der Dunkelheit, der äußeren Dunkelheit. Die Tage werden immer früher dunkel. Auch das Wetter und die Umstände laden es uns nicht mehr dazu ein, ständig draußen zu sein. Man ist mehr drin, man ist mehr mit sich selbst beschäftigt. Es geht in der Schützezeit eben darum, das innere Licht zu finden und zu verstärken. Und in dem Zusammenhang eben einerseits diesen Rückblick zu machen. Nicht umsonst sind ja in dieser Vorweihnachtszeit auch im Fernsehen überall die Jahresrückblicke. Da ist es aber mehr kalendarisch gemeint. Hier ist es eben aber die Zeit vor der Wintersonnenwende, also die letzte die Zeit vor dem Jahresbeginn, dem natürlichen Rhythmus, dem Lichtjahresbeginn. Und da gilt es einerseits zurückzuschauen, was habe ich gelernt aus diesem Jahr, wo habe ich Fehler gemacht, wo habe ich mich verkalkuliert, wo habe ich Dinge aber auch gut gemacht, was möchte ich weiterführen, was möchte ich verändern, etc. etc. Also so eine Rückschau, die im Schützen aber auch mit einer Vorschau, einer Vision quasi für das neue Jahr verbunden sein sollte. Und zwar die keine pragmatische, steinbockmäßige Analyse, was möglich ist, sondern eine fantasievolle, eine von Vision und Emotionen geprägte Richtung, in die wir uns entwickeln wollen, was wir uns vorstellen könnten, wo es hingeht, wie wir unsere Kräfte möglichst optimal einsetzen können dann. Okay, also 1. Dezember, Merkur wechselt in den Steinbock. Der nächste Aspekt, der dann wichtig ist, den macht die Venus. Venus hier ja in der Waage auf den Weg in den Skorpion. Venus wird am 4. Dezember die Waage verlassen und in den Skorpion eintreten. Und vorher macht sie das Quadrat noch aus der Waage zum Pluto, der sich hier im vorletzten Grad des Steinbocks befindet. Dieser Aspekt ist dann am 3. Januar exakt und stellt nochmal so Venus-Themen auf die Probe. Venus steht ja für Beziehung und Werte, die werden durch das Pluto-Quadrat nochmal überprüft. Sind hier noch Schattenaspekte, sind hier noch Verdunklungen, hindern mich alte Ängste oder Glaubenssätze daran, mein volles Potenzial im Bereich Begegnung oder auch im Bereich Werte eben voll auszukosten. Und einen Tag später wird ja die Venus dann in den Skorpion wechseln. Und der Skorpion, Wasserzeichen, emotionales Zeichen, da kommt eine sehr intensive Energie in die Venus. Das kann eine sehr intensive Energie auch in unsere Beziehung bringen. Vor allem, weil ja das Pendant dazu, der Mars im Feuerzeichen steht, Wasser, Feuer, ist immer eine sehr starke Energie, die da zwischen den beiden herrscht. Eine sehr unterschiedliche, aber sehr starke Energie. Das kann schon Schwung in die Beziehung bringen. Venus im Skorpion, auch eine sehr sexuelle, erotische Konstellation. Das wird vielleicht dann auch in den nächsten Wochen eine stärkere Rolle spielen. Aber auch Skorpion ja in seiner Polarität mit dem gegenüberliegenden Zeichen Stier, der Skorpion ja auch mit Geld und Finanzen zu tun. Also möglicherweise auch Venus im Skorpion auch eine Möglichkeit, geschickt irgendwie zu investieren oder sich am Aktienmarkt oder sonst wo Immobilienmarkt zu positionieren. Da gilt es nochmal genau hinzuschauen. Genau, dann wird Venus gerade aus dem Quadrat von Pluto, gerade ihre Heimat, die Waage, verlassen, den Skorpion eingelaufen. Schon geht es von dort dann gleich in ein Trigon, einen harmonischen Aspekt zu Saturn, der hier inzwischen schon in den 2. Grad der Fische vorgelaufen ist. Und da kriegt Venus dann gleich einen guten Realitätsschub, gut Boden unter den Füßen, kann konkrete Pläne machen, wie sie eben im Skorpion mit den Beziehungs- und Werteenergien so umgehen möchte. Am 6. Dezember dann wird Neptun, hier im 25. Grad der Fische, wird Neptun wieder direktläufig werden. Seine monatelange Rückläufigkeit ändert in den Wochen zuvor und auch noch einige Zeit danach steht im Neptun quasi still, bewegt sich hier wenig, aber der Umkehrpunkt ist dann erreicht. Es geht dann irgendwann wieder vorwärts. Und das bedeutet eben bei Neptun auch im Bereich Spiritualität, im Bereich Soziales, in Kunst, Musik,
All diese Dinge laufen dann wieder nach vorne, entwickeln sich möglicherweise auch wieder positiv weiter, wenn wir so wollen. Am 8. Dezember ist dann die Sonne hier inzwischen schon in der Mitte des Schützen angekommen, im 16. Grad. Macht die Sonne hier ein Trigon auf Chiron. Wir sehen also Zeit der Trigone, harmonische Aspekte hier in der ersten Dezemberhälfte. Also die Planeten verbinden sich nochmal, die Kräfte, die Energien kommen zusammen, um nochmal im alten Jahr nochmal für positiven Zusammenklang zu sorgen. Hier mit Sonne Chiron nochmal ein erkenntnismäßiger, philosophischer Blick vielleicht auch auf alte Verletzungen, auf alte Wunden, aber immer mit der Hinwendung, diese zu integrieren, diese richtig zu sortieren, richtig anzuschauen und dadurch eben auch mögliche Heilung oder zumindest Linderung zu bewirken. Genau. Ja, und am gleichen Tag noch ein Trigon, Merkur, hier ja, wie bereits berichtet, fix in den Steinbock vorgelaufen. Hier schönes Trigon zu Jupiter im Stier. Jupiter ja noch direktläufig oder noch rückläufig, quasi stationär. Ne, beide hier auch mit dem Trigon zu Lilith, die sich ja in der Jungfrau aufhält. Also ein schöner Aspekt in den Erdzeichen, wo man zusammen mit Venus, Saturn vielleicht einen Tag zur Investition oder zur Klärung von Zahlen oder Konten, aber auch eine gute Möglichkeit zum Gespräch. Ne, gerade vielleicht auch schwierige Themen können in diesen Tagen angesprochen werden. Nutzen wir das? Sicherlich auch karmisch gesehen immer von Vorteil, wenn wir auch derjenige sind, der den ersten Schritt macht, der die versöhnende Hand reicht. Ne, wir können nicht immer darauf warten, dass die Dinge von außen auf uns zukommen. Genau. Die Venus dann im Skorpion läuft dann in den Tagen darauf in die Opposition zum Jupiter. Am 10. Dezember ist das dann exakt. Auch das, trotz Opposition, ein Wachstumsaspekt, ein Aspekt der möglichen Fülle. Vielleicht ein bisschen viele Möglichkeiten, vielleicht auch manche täuschenden Dinge dabei. Aber hier gerade auch mit dem Trigon, dann hier auch zu Lilith, eine gute Möglichkeit zu wachsen, Fülle zu generieren. Auch ein Tag, der in Verbindung steht mit Natur und Natürlichem. Aber auch eine Möglichkeit zur positiven Machtausübung. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, hier und da etwas zu machen, unsere Macht heilsam einzusetzen. Dann sollten wir das in diesen Tagen durchaus nutzen. Ja, schön im Zweier-Tagsprung geht's weiter. Am 12. Dezember dann die Sonne im Quinkungsaspekt zu Uranus. Quinkungs 150 Grad Aspekt, oftmals nicht beachtet, Nebenaspekt, immer höchstwahrscheinlich nur so einen Tag gültig, aber hier so eine Sonne-Uranus-Verbindung, kurz vor dem Neumond, ein unruhiger Tag, ein Tag, wo wir vielleicht irgendwie Freiräume haben wollen, wo uns Beengungen besonders eng erscheinen und wir da ein bisschen rauskommen wollen. So, und dann ist hier einen Tag später bereits der Neumond im Steinbock am 13. Dezember, kurz nach 0 Uhr, treffen sich Sonne und Mond im 22. Grad des Schützen und beenden den alten Sonne-Mond-Zyklus, wo wir heute, wo ich das Video aufnehme, am 27. November, gerade den Höhepunkt haben, den Vollmond. Und das ist jetzt eben einen halben Zyklus später. Und der neue Zyklus im Schützen beginnt nicht weit entfernt von dem Zentrum unserer Galaxie. Noch nicht so, dass ich das mit einbeziehen würde, aber im Schützen geht es hier im Neumond eben um Einsicht, um Erkenntnis, um Selbsterkenntnis, um tiefreichendes Wissen, umfangreiches Wissen, was möglichst aus einer höheren Perspektive gewonnen ist, um noch mit diesem höheren Wissen bereit zu sein für den bald bevorstehenden Wechsel in den Steinbock, den Beginn des neuen Lichtjahres. Und wir sehen hier viele grüne Linien, viele harmonische Aspekte begleiten diesen Transit. Mars beispielsweise hier im Schützen, im Trigon zu Chiron.
Die anderen Trigone hatte ich ja besprochen, viele positive Aspekte, durchaus beachtenswerter Neumond, an dem wir gerade innerlich an mancher Schraube drehen können, manches verbessern können, gerade in der Anschauung her. Am gleichen Tag, übrigens am 13., wird dann Merkur rückläufig für die nächsten Wochen. Na, Merkur, da muss ich mal ein bisschen vorblättern. Wo ist es? Genau. Merkur wird am Tag des Neumondes rückläufig. Ist seine vierte und letzte Rückläufigkeit, logisch in 2023. Er bleibt rückläufig bis zum 2. Januar. Am 2. Januar steht er aber dann schon wieder auf 22 Grad Schütze. Also, wenn er direktläufig wird, steht er auf dem Punkt, wo jetzt der Neumond ist. Hier gibt es also eine starke Verbindung zwischen Steinbock und Schütze, zwischen Ideen, Wissen, Erkenntnis, was dann im Steinbock eben möglichst ohne vom Ego allzu sehr belästigt zu werden, auch umgesetzt werden soll und kann. Diesen Stand erreicht Merkur allerdings erst am 21. Januar wieder. Da sind wir dann, wenn alles gut läuft, in der Monatsbestrechung Januar. Am 23. Dezember, will ich nochmal erwähnen, dann geht Merkur zurück in den Schützen. Und am 14. Januar kehrt Merkur in den Steinbock zurück. Ja, und es ist ja so, der rückläufige Merkur gerade im Steinbock kann nochmal auf der politischen, kollektiven Ebene, kann nochmal einige Dinge ans Tageslicht bringen, kann aber auch zu neuen Verwirrungen führen. Rückläufiger Merkur, ja, kurz vor Weihnachten, wer größere Weihnachtsgeschenke vorhat, sollte vielleicht, oder größere Organisationen um Weihnachten herum hat, sollte versuchen, einen Teil davon vielleicht in der Zeit bis zur Rückläufigkeit, also bis zum 13. Dezember, schon mal von Bord zu haben. Ne, weil unter rückläufigem Merkur kann manchmal alles ein bisschen komplizierter und schwierig sein. Bestimmte Verkehrsverbindungen klappen manchmal nicht. Größere Kaufvorhaben sind nicht immer zu empfehlen. Investitionen auch nicht. Klärende Gespräche, Vertragsunterschriften. Alles kann, muss aber nicht schwierig sein. Es geht mehr um den Blick nach innen. Ne, Merkur und Sonne laufen ja dann aufeinander zu. Es geht mehr um diesen Blick nach innen, der dann beim rückläufigen Merkur so wichtig ist. Erwähnt hatte ich eben schon das Trigon des Mars zum Chiron. Also ich muss natürlich die andere Sichtweise zurück. Na, am 15. Dezember dann Mars im Trigon zu Chiron macht also diesen Aspekt, den auch die Sonne gemacht hatte. Und auch hier heißt es irgendwie aktiv sich um Heilung bemühen. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns vorab alten Verletzungen und Wunden nochmal stellen müssen. Am 17. Dezember dann die Sonne im Quadrat zu Neptun. Neptun ja wieder, jetzt wieder direktläufig. Die Sonne Quadrat dazu, die Sonne eben hier kurz vor dem Zentrum der Galaxis, was ja auf so 26, 27 Grad Schütze verortet wird. Ne? Jedes Jahr kurz vor der Wintersonnenwende läuft die Sonne übers galaktische Zentrum und sammelt hier nochmal ganz transzendente, unpersönliche Energien ein, die aber dann mit in die karmische Gestaltung des neuen Lichtjahres einfließen. Immer eine ganz interessante Tage hier. In diesen Tagen vor der Wintersonnenwende, in gewisser Weise auch heilige Tage. Es wird ja viel von Sperrnächten und rauen Nächten berichtet und gesprochen. Ich habe da auch Videos zu gemacht, könnt ihr auf diesem Kanal suchen, zu den rauen Nächten und Sperrnächten. Einfach mal suchen oder eingeben. Werde ich vielleicht dieses Jahr nicht nochmal machen. Ist ja jetzt so ein Modethema geworden. Jeder springt da so ein bisschen rauf. Ist auch in Ordnung. Wichtiger ist allerdings, dass wir diese Zeit zur Innenschau nutzen, egal ob das jetzt schon irgendwelche Feiertage oder sonstige Tage sind, weil wir hier auch gerade diejenigen von uns, die spirituell sich weiterentwickeln wollen, die das wirklich ernst meinen, in diesen Tagen wirklich auch tiefere oder umfassendere Erfahrungen machen können in der Meditation, im Geistestraining, im Sein. Ja, und hier einen Tag vorher eben das Quadrat zum Neptun, auch ein sehr spiritueller Aspekt. Nicht unbedingt ein Tag, wo wir vor Aktivität strotzen. Ne, vielleicht ist man ein bisschen verwirrt, weiß nicht wohin mit der Energie, steht so ein bisschen im Nebel. Aber sehr
gute Möglichkeiten zur Innenschau oder im Kontakt mit der Natur, Kunst, Musik, im Prozess sein, Dinge auch mal nonverbal ausdrücken, auch mal im Sein sein, ohne dass es Sinn macht oder dass es zweckgebunden ist. So, einfach im Hier und Jetzt verweilen ist immer das Beste bei Neptun. Ja, und Merkur aufgrund seiner Rückläufigkeit macht ja jetzt all die Aspekte nochmal rückläufig und dann nochmal vorläufig, die er ja gemacht hat, bevor er rückläufig geworden ist, weil er ja wieder zurückläuft. Das bedeutet, ein Tag später am 18.12. Merkur nochmals wieder im Trigon zu Jupiter. Ne, dieser Aspekt war die ganze Zeit da, also auch eine gute Zeit zur Philosophie oder zu Vision, jetzt in der Rückläufigkeit mehr so innere Pläne anstatt äußere, würde ich empfehlen. Und am 21., kurz vor der Wintersonnenwende, Venus dann in Opposition zum Uranus. Uranus wird ja auch bald rückläufig, hier im 20. Grad des Stiers ist er noch rückläufig. Venus, Uranus hier aus dem Skorpion. Wir sehen, südlicher Mondknoten und Lilith sind ja nur berechnete Punkte, sind keine Körper in unserem Sonnensystem. Das ist die Venus hier, alle Planeten innerhalb von 180 Grad, auch der Mond. Ne? So, und die Venus macht dieses noch enger jetzt, indem sie durch die Opposition läuft. Venus, Uranus, immer ungewöhnliche Dinge, man neigt zu Übersprungshandlungen, Tag, wo man auch gefährdet ist, vielleicht in seiner Treue, in einer Beziehung, wo man vielleicht auch mal sich verspekulieren kann. Hier gilt es besonders vorsichtig zu sein, aber durchaus die Aspekte des Uranus, mehr Freiraum, bin ich zu eng in meinen Beziehungen, also bin ich derjenige, der zu viel Nähe fordert und das zu eng macht, oder ist mein Partner derjenige, der mir so ein bisschen Luft abschnürt, das durchaus wahrnehmen. Und vielleicht hier für den einen oder anderen Freiraum zu sorgen. Na, besser man macht es, bevor es dann in die ganz große Krise geht. Ja, am gleichen Tag, sehr interessant, auch Mars irgendwie im Quinkungs zu Uranus. Na, das bedeutet hier Mars und Venus im ähnlichen Grad. Wir sehen das hier, Venus 2003, Mars 1938, beide in Halbsextil 30 Grad entfernt, gibt hier auch eine Verbindung zu Uranus, also auch Mars-Uranus, was diese uranische Tendenz hier kurz vor der Wintersonnenwende verstärkt. Und beide Aspekte gehen ja dann auch ins Horoskop der Wintersonne mit ein. Und Wintersonnenwende, Horoskop der Wintersonnenwende mit ein. Und Mars hier im Quinkungs zu Uranus ist auch so eine Freiheitsenergie, so eine Revoluzzerenergie, sowas irgendwie nicht wie bei Venus. Ich bitte mal ein bisschen mehr Freiraum, sondern ich nehme mehr ein bisschen mehr Freiraum. Möglich, dass in der Beziehung dann beide Partner unterschiedliche Freiräume wollen, könnte durchaus kriseln in dieser Zeit, aber nicht überbewerten. Nicht jede Krise ist ein Problem und auch nicht jedes Problem muss zum Ende einer Beziehung führen. Ja, und dann am 22. die Wintersonnenwende. Da hole ich mir jetzt mal das Horoskop dazu. Hier haben wir es, 4.27 Uhr wechselt die Sonne dann aus dem Schützen in Steinbock, hier ganz eng in Verbindung mit Merkur. Beide kommen an dem Tag zusammen, rückläufiger Merkur und Sonne zur Wintersonnenwende. Zu diesem Horoskop, was ja für mich das Jahreshoroskop ist, werde ich nochmal ein extra Video aufnehmen und hier einstellen. Deswegen werde ich das hier nicht über Gebühr vertiefen. Aber es gibt einige interessante Punkte. Hier für Berlin zum Beispiel schöne Trigone hier zum MC und zum Mond, der zur Wintersonnenwende hier auch gerade, das könnt ihr hier nicht sehen, aber so der hier gerade auch das, kann ich das? Nee, will er nicht. Doch, jetzt hat er es ja gemacht, genau. Nee, doch nicht. Also hier, der Mond hier im ersten Grad, im 0729 im Stier, also auch eine positive, harmonische Verbindung zu den Erdzeichen zwischen Mond, Stier, Sonne, Steinbock, dann zum MC in Deutschland, Venus am Skorpion, Aszendent, eine intensive
Zeit, die aber viel auch mit Diplomatie zu tun hat, mit sich Freiraum verschaffen, auch mit Wirtschaft, mit Wirtschaften, mit Werten. Also das finde ich ist mal, wenn ich so die Jahreshoroskope mir so der letzten Jahre versuche zu Augen zu führen, da sind viele positive Aspekte drin, trotz rückläufigen Merkur hier. Ne, manches muss gut bedacht werden. Ne, für dieses Jahreshoroskop gilt ganz besonders der Spruch auch, erst besinne ich's, dann beginne ich's. Aber hier auch in Verbindung zu Jupiter im Stier und so weiter, viele, viele Möglichkeiten. Saturn am IC, man muss eben aufpassen, dass man eine gute, solide Basis hat. Das gilt sowohl kollektiv wie individuell, ne, dass man irgendwo einen Bereich hat der Sicherheit in der Familie, in seinem Wohnbereich, in seiner Spiritualität, in seiner Religion, dann kann man sicherlich auf diesem Horoskop sehr, sehr gut aufbauen. Wie gesagt, kommt noch im Dezember, kommt hier noch ein Spezialvideo, dann mindestens eins zur Wintersonnenwende. Genau. So, also sind wir jetzt im Steinbock für die nächsten 30 Tage. Ne, dann kommen ja so diese interessanten Tage mit Weihnachten, die im Steinbock, ne, kommt ja bald das Weihnachtsfest dann, was ja ein Fest ist des Lichts, ein Lichtfest. Und damit wird im Grunde das erstarkende, wiedergeborene Licht gefeiert. Deswegen eigentlich logisch, dass im Lichtjahr gesehen Weihnachten, die Geburt Jesus Christus, eben im neuen Jahr, zu Beginn des neuen Jahres stattfindet, was durchaus Sinn macht. Das kalendarische Jahr dauert ja noch bis es ein paar Tage. Und dann kommen ja diese merkwürdigen Zwischentage im Steinbock, auf die rauen Nächte nachher. Wir gehen einfach mal weiter hier. Am 23. dann, nachdem Sonne und Merkur den Platz getauscht haben, Merkur lief erst vor der Sonne, jetzt hinter der Sonne, kehrt Merkur in den Schützen zurück, rückläufig. Manches muss wohl auch nach der Wintersonnenwende noch tief bedacht werden. Die Suche nach Vision, nach Erkenntnis, nach Selbsterkenntnissen ist beileibe nicht vorbei, auch wenn natürlich die Steinbockzeit ein bisschen mehr Pragmatismus nahelegt. Und was noch verstärkt wird, weil am 24. Heiligabend dann die Sonne im Sextil zu Saturn, ein schwach harmonischer Aspekt, ein Aspekt durchaus der Stabilität. Heiligabend dann der Mond im quilligen Zwilling, also durchaus vielleicht auch Heiligabend und 25. durchaus auch mal Raum für Kommunikation lassen, auch vielleicht für ein bisschen Spontanität, auch wenn wir unsere festen Abläufe haben, weil wir haben immer noch den Bezug zum Uranus von Venus und Mars und wir haben den Mond im Zwilling und rückläufigen Merkur, also Kommunikation, mal was unternehmen vielleicht, durchaus zwischendurch mal rausgehen, vielleicht irgendeinen Programmpunkt einbauen, aus der Routine mal ein bisschen ausbrechen, kann, glaube ich, dieses Jahr ganz heilsam sein, auch für die innere Spannung, die dann vielleicht zwischen uns oder in der Familie oder den Freunden möglicherweise herrschen kann. Am 25. dann, Mond immer noch im Zwilling, Sonne immer noch im Steinbock, Merkur immer noch rückläufig, aber ganz interessant, Venus, hier im Skorpion, Ende Skorpion, Trigon, Neptun. Also ein sehr spiritueller Einfluss, der dieses Jahr um die Weihnachtstage weht, mit seinem Höhepunkt hier am 25. Und Venus, Trigon, Neptun, das kann auch so ein Wohlfühlgefühl sein, das kann auch der Wunsch sein, aber auch tiefer einzutauchen, vielleicht auch sich abwechseln mit dem Wunsch nach Kommunikation und Austausch, auch wieder mit dem Wunsch nach Zurückgezogenheit, nach Abstand, nach Stille. Wir sollten dem auf jeden Fall auch dann gerade mit diesem schönen Aspekt irgendwie Raum geben. Und dann dauert es gar nicht lange, dann ist der 26., der Mond wechselt in den Krebs, also der zweite Weihnachtstag, dann sicherlich zum Nachmittagabend hin der emotionalste Tag von den Weihnachtstagen. Danach beginnen ja dann die merkwürdigen Zwischentage zwischen Weihnachten und Silvester, wo ja auch die rauen Nächte schon im Gange sind. Die erste raue Nacht, ja, wird ja unterschiedlich berechnet, aber die erste raue Nacht ja dann in der Regel zum 25., zum ersten Weihnachtstag in die Nacht oder zum 26. und dann 12 an der Zahl bis zum Dreikönigstag. Ja, und genau, und am 27.12. haben wir dann den Dezember-Vollmond, den ich mir jetzt hier auch mal
in die Maske hole. Alles hier gut vorbereitet. Genau, hier haben wir dann den Vollmond im Dezember, kurz nach der Wintersonnenwende, die Sonne hier im 6. Grad des Steinbocks. Sonne und Mond stehen sich gegenüber, der Mond im emotionalen Zeichen Krebs, kriegt gerade noch Unterstützung von der Venus im Wasserzeichen Skorpion, also auch schon eine emotionale Geschichte, aber hier auch eine Verbindung von Mars und rückläufigen Merkur im Schützen, da ist auch Feuer, aber wiederum die beiden im Quadrat zu Neptun, also schon so ein neptunischer, verwässerter Vollmond, gar nicht so ein Power-Vollmond, sondern ein Vollmond, der sich vielleicht fast so ein bisschen so direkt nach Weihnachten wie so eine Art Neumond anfühlt. Aber das spricht auch dafür, dass dieses Jahr die Tage um Weihnachten so ein bisschen energetischer sind. Ne? Also nicht ganz nur vollgefressen auf der Couch liegen und glotzen, sondern durchaus eine Energie da ist, was zu unternehmen, was zu machen, sich auszutauschen. Und dann ist hier der Vollmond mit dem Mond im Krebs. Da stehen dann auch nochmal so die persönlichen Bedürfnisse, die persönlichen Gefühle, der Wunsch nach emotionaler Verbundenheit, nach emotionaler Sicherheit stehen im Vordergrund und Überlegungen und wie man das denn praktisch für sich umsetzen kann. Am gleichen Tag eben wird Chiron auch direktläufig nach Monaten hier im Widder, im 16. Grad des Widders, Chiron dann direktläufig. Da wieder also die Möglichkeiten, aktiver auch im Heilungs- und Integrationsprozess aktiv zu werden. Und am gleichen Tag eben auch Merkur im Quadrat zu Neptun, dem rückläufigen Merkur, auch diesen Aspekt macht er das zweite Mal. Und einen Tag später der Mars Quadrat Neptun, also starke Neptunpräsenz, wie ich es beim Vollmond schon angesprochen hatte. Ja. Dann am 28. Mars Quadrat Neptun exakt. Danach laufen beide so ein bisschen raus. Venus macht sich daran, aus dem Skorpion in den Schützen zu wechseln. Also Venus gesellt sich hier zu Mars und Merkur in den Schützen. Venus Wechseltag, Zeichen Wechseltag. Dann am 29. Venus im Schützen. Also Beziehungen und Werte im Feuerzeichen kriegen Aufwind, kriegen Bewegung. Hier kommt Bewegung rein. Das, was im Skorpion ausgeheckt wurde, soll jetzt in Bewegung geraten. Also durchaus eine aktive Konstellation, dass die Sonne hier im Steinbock, aber ihre drei Begleiter, Venus, Merkur und Mars, alle im Feuerzeichen Schütze zurück sind, gibt hier der Steinbock Anfangsphase eine gehörige Portion Feuer unterm Hintern. So möchte ich mich mal salopp ausdrücken hier. Genau, ich hatte noch vergessen, dass am 27. Dezember also auch noch die Sonne im Trigon zu Jupiter stand. Hier auch noch zu sehen, also auch das ein Wachstumsaspekt zum Vollmond. Der Vollmond also neben diesen Neptun-Aspekten auch durchaus ein starker Wachstumsaspekt dort mit drin. Ja, und am 31. dann wird dann auch Jupiter direktläufig. Das heißt, es bleibt dann nur noch Uranus rückläufig, der dann im Januar direktläufig wird. Alle Planeten direktläufig, alle in Bewegung. Pluto hier schon längst im letzten Grad des Steinbocks, habe ich jetzt so nicht so mitgekriegt. Na, ist im letzten Grad des Steinbocks, wird ja dann im Januar, wird ja Pluto das zweite Mal in den Wassermann einkehren. Der Januar dann auch wirklich spannende Konstellation. So, bevor wir aber den Januar jetzt auch noch besprechen, was wir nicht tun werden, schauen wir auch noch mal hier auf das Neujahrshoroskop zum Abschluss dieses Videos. Ne, hier auf 0 Uhr Berlin, 1. Januar 2024, wo natürlich die ganzen Aspekte, die ich jetzt in den Tagen vorher besprochen habe, wo diese alle mit eingehen. Sonne haben wir logischerweise immer am 1. Januar auf 10, 11 Grad Steinbock. Venus, Mars und rückläufiger Merkur. Und hier nicht angezeigt, aber Merkur ist da noch rückläufig. Merkur wird ja erst, das hatte ich doch vorhin gesagt, bringe ich selbst noch ein bisschen Unruhe jetzt zum Ende rein, aber es ist wichtig, dass ich das nicht verdrehe.
Ja, am 2. Januar beginnt seine Direktläufigkeit, das ist hier ein Programmierfehler in diesem Programm. Also noch rückläufiger stationärer Merkur im Quadrat zu Neptun, also besondere geistige Klarheit auf der alltäglichen Ebene können wir hier vom Jahreshoroskop auf den Kalender gerechnet nicht erwarten, aber viel Feuer, Venus, Merkur, Mars in Feuerzeichen, so positive Aspekte, der Mond in der Jungfrau, auch der harmonisch zur Sonne, wir haben wieder, wie auch beim Wintersonnenhoroskop, Wintersonnenwende-Horoskop haben wir auch hier das Trigon zwischen Sonne und Mond. Sehr interessant. Es scheint also hier zwischen Gefühl und Umsetzung, zwischen Volk und Regierung vielleicht doch nochmal eine andere Harmonie zu kommen. Und beides dann auch im Trigon zu Jupiter. Also hier haben wir ein wunderschönes Dreieck, Wachstumsfülle-Dreieck. Auch wenn die Sonne schon ein bisschen raus ist aus dem Jupiter, was sich hier zum Drachen ergänzt auf den MC für Deutschland. Durchaus finde ich nicht. Keine schlechten Konstellationen. Ne? Dieses Merkur, rückläufige Merkur-Neptun-Quadrat muss man eben aufpassen, und zwar nicht nur hier beim Neujahrshoroskop, sondern überhaupt, dass wir uns nicht mit fehlgeleiteten Gedanken, mit von Angst besetzten Gedanken, uns nicht die Dinge schlechter denken, als es sein müsste. Ich empfehle dazu die Videos auf diesem Kanal, beispielsweise das letzte, den Geist öffnen, dass wir eben Weg finden, anders mit unseren Gedanken umzugehen, denn es gilt, immer wieder zu erkennen, dass wir diese Welt im Geistigen durch unsere Gedanken viel mehr beeinflussen und prägen, als uns das bewusst ist. Und dass wir zumindest unsere Welt irgendwie nicht durch negative Gedanken schlechter machen, als sie sein muss, sondern in einer polaren Welt, und das sollte uns immer bewusst sein, gibt es immer zumindest beide Seiten. Und wenn wir nur an eine Seite denken, dann sollten wir uns an die andere Seite erinnern, auch in guten Zeiten auch mal die andere Seite beachten, aber auch gerade, wenn wir alles so negativ sehen, auch mal die andere Seite sehen. Das Glas ist dann trotzdem noch halb voll, auch wenn wir es als halb leer empfinden. Ja, soweit das Dezember-Horoskop, die Konstellation im Dezember 2023. Da wir uns ja in den Tageshoroskopen bei anderen Videos noch sehen, wünsche ich uns hier noch keine frohen Weihnachten und irgendwelche Neujahrswünsche. Das sparen wir uns jetzt mal. Heute ist ja erst der 27. November, ist ja eine Vorschau, eine Prognose. So, ich habe von manchen Leuten gehört, dass sie das als sehr sinnvoll für sich erachtet haben, im Nachhinein, also wenn der Monat gelaufen war, dann nochmal das Monatshoroskop zu hören, um im Nachhinein die eigenen Erfahrungen abzugleichen mit dem, was ich sozusagen zu den astrologischen Energien vorab gesagt hatte. Die Jahreshoroskope, die Wintersonnenwende und auch der 1. Januar werden sicherlich von mir nochmal in gesonderten Horoskopen spezial besprochen werden. Ich wollte das hier nicht zu sehr aufblähen. Zur Wintersonnenwende kommt auf jeden Fall vorher noch ein Video. Ansonsten ja dann schon morgen wieder das Tageshoroskop auf dem anderen Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Treue hier in dieser Community. Das stärkt mich, das motiviert mich, diese Arbeit weitermachen zu wollen, auch im neuen Jahr. Bin fest entschlossen, so Karma und Gesundheit immer mitspielen. Bin ich fest entschlossen, auch im nächsten Jahr diese Videoarbeit, diese YouTube-Arbeit fortzusetzen. Das schon mal im Vorblick. Es wird auch im nächsten Jahr vielleicht auch wieder kleine Veränderungen geben, aber da werde ich euch noch rechtzeitig von informieren. Also alles Gute und Liebe für euch. Einen wunderbaren Dezember wünsche ich euch nun doch schon. Bis dahin und tschüss.